Da oben, da rennen schon die Jungs rum und wir folgen denen jetzt einfach mal. Das Ganze dürfte wahrscheinlich so eine Art Rundweg sein. Ich war mit meinem alten Arbeitgeber schon mal auf so einem Munitionsdepot. Da haben wir die Glasfaserinfrastruktur gemacht, quasi Neubau. Und da war es halt so aufgebaut, dass das Ganze erstmal kilometerweit nach hinten ging, so wie hier jetzt auch, und aber immer wieder so einen Halbkreis gemacht hat. So, sind ja jetzt schon ein gutes Stück gelaufen, aber noch nicht am Ende. Hier haben wir schon den ersten Munitionsbunker, den zeige ich euch jetzt mal. Und ansonsten würde ich sagen, weil hier ja jetzt reihum weitergeht, zeige ich euch natürlich nicht jeden einzelnen Bunker, weil sonst würde das Video, keine Ahnung, 3 Stunden dauern oder so. Deswegen zeige ich euch jetzt erstmal den hier, um mal zu zeigen, wie es überhaupt aussieht. Wenn ich dann noch mal was Interessantes gefunden habe, zeige ich euch das natürlich. Ja, natürlich hier massive Stahltüren. Die Kollegen, die mal beim Bund waren, werden diese wahrscheinlich kennen. Da sind hier so Ketten drin, die laufen eigentlich hier oben entlang und mit dieser Kette, ich glaube hier ist es sogar schon elektrisch gesteuert, konnte man die Tore öffnen. Wir waren schon mal auf einem Munitionsdepot, das leider mittlerweile wieder abgerissen wurde. Da hingen hier an diesem Grat da oben, hier, hing eine Kette runter und an dieser Kette konntest du maschinell von Hand das Ganze noch öffnen. Ja, und so sieht es da drinnen aus. Gähnende Leere. Aber es schallert schön. Wenn man dann jetzt mal sieht, wie dick hier diese Wand ist, also das hält schon ordentlich was aus. Ich habe hier gerade im Wald noch etwas entdeckt. Ich denke mal, dass das früher nicht so bewuchert war wie jetzt. Guck mal, dass ich da gerade hinkomme. Und zwar haben wir hier so einen Kasten mit einer Zahl drauf. Der Nummer 2. Und ich schaue mal, ob da noch was drin ist. Ja. Also hier war mal ein Telefon drin. Ich hoffe, man kann es irgendwie sehen. Und mit diesem Telefon mussten sich die Leute, die Patrouille gegangen sind, das Wachpersonal, musste sich dann vorne im Pförtnerhaus melden. Das Ganze war daher, um zu kontrollieren, dass falls ein Angriff erfolgte oder jemand erschossen wurde oder was auch immer zusammengeklappt, dass die dann halt keine Suchtrupps oder Hundestaffeln losgeschickt haben. Und dafür waren diese Kästen da. Die sind hier auch auf dem ganzen Gelände verteilt. So, nochmal zurück zur Straße. Und dann geht's weiter. Also normalerweise bin ich ja eigentlich derjenige, der vorrennt. Aber ich glaube, heute Morgen hatten die Jungs irgendwas im Frühstück drin. Ich kann sie da vorne schon nicht mehr sehen. Das heißt, die haben schon ordentlich zugelegt und ich schätze mal, dass hier rauf bestimmt noch 800 Meter sind. So, da wahrscheinlich nicht jeder von euch mal in so einer Anlage war, habe ich jetzt hier mal ein Munitionsdepot, da ist jetzt leider die Tür zu. Ich stelle mich jetzt einfach mal press vor das Tor, damit ihr mal so einen Größenvergleich habt, wie groß die Dinger hier eigentlich sind, ne? Also die sind so hoch, ich glaube, da konntest du mit so einem kleinen 7,5 Tonner LKW reinfahren. Wie gesagt, wir blenden euch ein Bild ein, wir machen jetzt eins, übrigens auch auf Instagram zu sehen, unten seht ihr die Info eingeblendet,
Und dann ja, könnt ihr euch das Ganze mal anschauen. Jetzt haben wir hier einen Kreuzweg. Einmal darunter, geradeaus und einmal hier einen Berg hoch. Und da ich den Toni, die ja schon länger nicht mehr gesehen habe, vermute ich mal, dass sie da den Berg hochgegangen sind. Und ich hoffe, dass der Weg einmal rund führt, nochmal hier auf den Hauptweg zurück. Und dann laufen wir nachher den Weg hier runter. Das ist jetzt so mein Plan und ich würde sagen, machen wir dann einfach mal so. Ja, hier oben ist nochmal so ein kleines Nebentor. Und ich hatte jetzt gerade noch eine Begegnung mit einer Spaziergängerin mit Hund. Wir haben jetzt mal kurz so über das Ganze hier geredet. Also das Gelände gehört wohl der Stadt, vielleicht auch der Bundesanstalt für Immobilien. Und es war mal angedacht, für hier Flüchtlinge reinzubringen. Allerdings, weil das so weit außerhalb ist, so in Anführungszeichen ghetto-mäßig, wurde der Gedanke dann doch noch mal ganz schnell verworfen. Und ja, Nutzen gibt es anscheinend keinen. Wäre wohl auch so, dass kein Investor gäbe, keine Interessenten. Eigentlich schade für sowas. So, jetzt haben wir hier nochmal so kleinere Bunker. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal an. So, hier haben wir jetzt erstmal so den Haupteingang. Da machen wir mal Licht an. Ja, also ich denke mal, dass hier die Gewehrmunition oder so gelagert wurde. Hier haben wir noch eine Tafel. Ja, vielleicht kennt sich ja einer aus von unseren Zuschauern und kann sagen, was hier mal gelagert wurde. Sicherungen sind auf jeden Fall noch drin, da unten. Hauptsicherungen. Also von Toni und Marco fehlt jede Spur nach wie vor. Ich habe jetzt hier oben am den Zaun entdeckt, also da oben ist die Grundstücksgrenze. Und hier vorne, hier auf meiner Seite, da sind die ersten Straßenlaternen nochmal. Da wird der Platz auch wieder etwas breiter, nicht so eine enge Straße wie hier. Und ich denke, dass da nochmal ein paar dickere Dinger sind. Und vielleicht finden wir ja noch irgendwas Interessantes. Ja, einen schönen Prellbock für die Bahn. Das war dann wahrscheinlich so ein Abstellgleis, wo dann die Munition mit der Bahn gebracht wurde. Schauen wir mal, wie weit es dann nach vorne geht. Die Holzlatten hier sind auf jeden Fall etwas rutschig. Klar, kommt ja keine Sonne hin aktuell. Und ja, deswegen ist auch draußen die Straße an der Stelle etwas breiter, weil hier dann wahrscheinlich umgeschlagen wurde auf die LKWs. Ja, schauen wir uns das Ganze doch mal an. Hier haben wir erstmal eine Weiche. Noch eine gute alte Weichenverstellung. Aber ich würde sagen, die ist außer Betrieb. Da vorne beginnt der Bahnhof. Und da ist noch eine Weiche. Ja, natürlich wollen wir jetzt nicht die ganze Zeit hier auf den rutschigen Gleisen laufen. Deswegen geht es jetzt hier am Bahnsteig nochmal nach oben. Und dann laufen wir über die Straße weiter. Ja, ich vermute, dass hier entweder Fahrzeuge auf den Zug umgeladen wurden oder
dass hier die Munition ankam und mit Gabelstaplern auf die LKWs drauf und dann zu den entsprechenden Munitionsdepots gebracht wurde. Was ich hier mal wieder echt schick finde, hat man glaube ich sogar eben an diversen Gebäuden gesehen. Hier wächst ein Baum mitten durch die Gleise, auch da hinten. Und hier auch. Also die Natur nimmt sich hier nochmal alles zurück. Das finde ich ist immer wieder das Geile an Lost Places. Wenn man jetzt mal hier vorne guckt, da sieht man es richtig deutlich, dass hier dieser Birkenbaum durch die Zwischenstücke der Gleise, also durch das Holz durchgebrochen und dann nach oben gewachsen. Echt geil. Ja, am Ende vom Bahnsteig sind wir jetzt angekommen. Da hinten im Wald ist ein Tor drinne und der Weg geht jetzt nach rechts ab. Also von mir aus gesehen. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir in die Bunkerreihe unten drunter, gehen dann nochmal nach links runter. Da sind wir nochmal an der Kreuzung, wo wir eben waren. Und ja, dann geht es nochmal direkt nach links in die andere Straße und dann gehen wir eigentlich immer so weiter. Oh, es gibt mal wieder was Neues zu sehen, außer Bunker an Bunker. Hier haben wir, glaube ich, eine kleine Fahrzeughalle. Wir schauen uns mal an und dann geht es hier auf meiner anderen Seite nochmal eine Bunkerstraße rein, geht noch weiter nach unten und ja, dann schauen wir uns das jetzt hier mal an und dann geht es weiter. Ja, war wahrscheinlich wirklich eine kleine Fahrzeughalle. Da geht es nebendran auch noch rein. Mit Dachboden. Oh. Okay. Also auf dem Schild stand jetzt drauf, dass man mit Streichhölzern, Tabakwaren und so weiter hier nicht hantieren soll. Und irgendwo auch klar, könnt ihr alles in die Luft gehen. Hier haben wir noch eine Jacke. Anscheinend hat die einer verloren. Haben wir hier Toiletten. Dann gibt es noch einen Dachboden, aber den schauen wir uns jetzt nicht an. Weil ja, der andere Dachboden war schon hier und ich denke nicht, dass hier jetzt noch was ist. So, dann geht's jetzt hier in die Bunkerstraße rein. Da oben sind wir reingekommen. Und jetzt geht es hier durch die oder an der geschlossenen Schranke vorbei. Und dann sollten wir eigentlich wieder so ziemlich da sein, wo wir angefangen haben. Ja, Toni und Marco, wie gesagt, ich habe sie wiedergefunden. Ja. Ja, Schranke öffnet sich sogar noch. Unser Pförtner. Ja, die öffnet sich aber auch nur mit Näscher. So, jetzt haben wir hier noch ein Gebäude gefunden. Nee. Toni meinte gerade, es könnte ein Feuerwehrhaus sein. Nein, ich muss wieder rufen, das ist es nicht. Das ist ohne, wo die Hauptgebäude sind. Ja, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Es ist auf jeden Fall eine Fahrzeughalle, das sieht man. Und ja, schauen wir mal rein, ne? Tür ist offen. Alter, geil. Oh. Feuerwerfer steht da. Ich mach mal die Belichtung hoch, damit ihr das Bild besser seht. Und generell auch besser sehen könnt. Ja, Fahrzeughalle. Notausgänge. Hier ist aber noch.
Und hier geht es auch schon wieder raus. Ja, hier haben wir nochmal ein Gebäude. Da steht eine Leiter dran, da kämen wir also auch rein. Da unten ist nochmal eine Schranke. Und hier vorne haben wir Schachtdeckel. Und wir schauen uns das mal an. Weil irgendwo soll hier auch noch ein Bunker sein. Vielleicht ist das sogar unser Bunker, den wir suchen. Ja, also es geht auf jeden Fall schon mal tief abwärts. Da unten steht Wasser drin. Wir vermuten, entweder ist es der Brunnen oder die Klärgrube. Grundwasser. Doch, aber Grundwasser. Ja, hier das richtige Motto. Allerdings gilt derjenige, der das an die Wand geschmiert hat, auch als Zerstörer. Aber ich bin ganz dem seiner Meinung. Ja. Toiletten, kleine Räume. Der Marco hat gerade noch was entdeckt draußen. Da gehen wir jetzt gleich auch mal noch hin. Da geht es nämlich noch abwärts. Waschraum. Und eine Matratze. Ja. Schauen wir uns das jetzt mal an, was der Marco noch entdeckt hat. Vielleicht könnte das so ein kleiner Bunker sein. Da geht es auf jeden Fall hier in so ein Vordach rein und dann geht es hier auch abwärts. Und das scheint, als wäre da ein Bunker. Machen wir mal Licht an und dann geht es mal runter. Ja. Ich würde sagen, Bunker gefunden. Es war nur ein kleiner. Aber was hier schon mal geil ist, wenn du das Licht ausmachst, hast du mir so schöne Leuchtstreifen. Ja, Toni spielt mit dem Licht rum. Wenn er nicht weitergehen kann. Falsche Schuhe. Ja, da steht etwas Wasser. Ja, ich bin noch ein bisschen mehr Wasser. Bitte, dann kommt der Wasser nicht in die Schuhe an. Ja, da hinten ist noch ein kleiner Notausgang und hier, das wird wahrscheinlich die Belüftungsanlage sein. Normalbelüftung und Schutzbelüftung. Erstmal hier so eine Schnellschussklappe. Und dann wird man hier wahrscheinlich an der Kurbel die Luftversorgung ankurbeln können. Ja, eben als wir reingekommen sind, haben wir es ja schon gesehen, dass hier ein 4000 Liter Tank ist und die Dusche hier, die läuft über Kurbelbetrieb. Also um da Wasser rauszubekommen, musste man damals an der Kurbel drehen. Das war dann wahrscheinlich tatsächlich so ein kleiner Notbunker und ja, jetzt gehen wir mal nochmal raus. Ja, hier haben wir jetzt erstmal nochmal so eine größere Halle. Wahrscheinlich war das hier eine Werkstatt für Munition, Handgranaten, was auch immer. Hier werden dann wahrscheinlich die Verpackungen durchgekommen sein. Ja, pneumatisches Tor. Jetzt ein Notausgang
Türen ständig schließen. Oh, oh, oh. Vielleicht kann uns einer der aktiven Zuschauer mal verraten, worum es sich hierbei gehandelt haben könnte bei dieser Anlage. Aber ich würde fast schon sagen, dass hier Munition hergestellt wurde, vielleicht auch Handgranaten hergestellt wurden. Echt heftig. Noch ein größeres Rad. Nochmal ein Notausgang. Und hier haben wir Schienen im Boden. Wahrscheinlich für dann den entsprechenden LKW zu beladen. Und Marco hat hier gerade noch was gesehen. Auch so ein kleiner Lagerraum. Ja, da geht es jetzt mal noch mal nach draußen. Vorne haben wir noch einen kleinen Flur. Gerade gesehen. Ja, im Prinzip die Gegenseite. Ja, hier haben wir noch einen Materialbunker. Wahrscheinlich so ein Kohlebunker oder Schotter. Vielleicht auch Streusalz. Hier haben wir noch was. Da auf dem Boden. So ein bisschen Granulat oder was das ist. Naja, gehen wir mal weiter. So, da hinten sind noch zwei Hallen, allerdings komplett verschlossen. Und jetzt gehen wir hier den Weg wieder zurück. Ja, hier haben wir noch eine Tankstelle. Aber ich glaube, die ist komplett verschlossen. Ich halte mal die Kamera da vorne durch die Scheibe. Da, wo jetzt der Toni steht. Oh, schön. Ja. Machen wir hier mal die Belichtung hoch. Wäre eine schöne Schraubehalle. Also ich würde einfach nur sagen, was so Rettungswehen drin gestanden hat. Da gucken wir so. So, wir sind wieder am Anfang angekommen. Nach ja, gut 13 Kilometer, 14 Kilometer. Ja. Ich würde sagen, das Video neigt sich jetzt doch langsam dem Ende. So, wir laufen ja jetzt noch ein bisschen am Haupteingang rum. Da haben wir jetzt hier erstmal so einen schicken Grillplatz gefunden. Und neben dem schicken Grillplatz haben wir hier drinnen noch eine Kegelbahn. Tja. Hier haben wir noch einen schicken Tresor. Ja. Ordentlich massiv. Wenn ich mir allein hier die Bolzen mal anschaue. Nicht schlecht, Herr Specht. Ja. Jeder Weg eines Urbexers kann auch mal schwer sein. Wenn die Tür verschlossen ist, dafür ein Fenster offen, nimmt man halt das Fenster. Schöne Malereien auf jeden Fall. Dann haben wir hier noch eine kleine Kantine, vermute ich. So ein Küchchen. Duschraum, Toiletten und Umkleideräume. Ja Leute, der Akku hat doch noch länger gehalten, wie eigentlich gedacht. Wir haben jetzt das ganze Gelände gesehen, inklusive den Gebäuden, die wir anfangs ausgelassen haben.
Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Kanal abonnieren. Und Daumen nach oben. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.